Herzlich willkommen zu Wrecking Crew. Hier kann man, also bei Design kann man seine eigenen Level erstellen. Was ich jetzt nicht tun werde. Denn ich werde einfach nur dieses Spiel spielen. So, der Witz an diesem Level ist, dass wenn man die Leitern zuerst zerstören würde, dass man dann verloren hätte. Weil die Leitern... auch ein essentieller Bestandteil sind, um dieses Level zu bestehen. Und zwar muss man alles zerstören, was man zerstören kann, um ins nächste Level zu kommen, beziehungsweise in die nächste Phase oder Phase zu kommen. Teilweise muss man hier auch echt überlegen, was man jetzt als nächstes zerstört. Was jetzt sogar hier eine gute Frage ist. Ich würde auf jeden Fall erstmal das hier zerstören. Die drei Typen dort sind natürlich auch ernstzunehmend. Versuchen mich natürlich zu erreichen. Okay, jetzt kommt schon diese Flamme, anscheinend brauche ich. Geht zu lange, aber das ging jetzt eigentlich ganz schnell. Die ersten Level sind noch einfacher, erst später wird das dann schwierig. Okay, der hat anscheinend nicht realisiert, dass es viel besser ist, hier diesen Umweg zu gehen. Was war das? Ich finde das Spiel nicht mal so schlecht. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass es eigentlich ein Arcade-Spiel ist. Das Level ist eigentlich ziemlich einfach, fällt mir gerade auf. Yes. So, ist es jetzt schon so ein Level? Nee. Das ist jetzt schlecht. Okay, die locke ich am besten hier weg. Kommt dir bitte hierher. Hierher. Oh, jetzt wäre ich fast in die Flamme gerannt. Nein, bitte nicht. Gut. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, wie ich jetzt da hochkomme. So, okay. Man kann also dieses, keine Ahnung, wie man das benennen soll, zerstören. Ich soll die Münze vor diesem Typen finden. Okay, die Münze ist da drüben irgendwo. Nicht. Aber die ist da drüben irgendwo verschwunden. Eindeutig. So, Phase. Jetzt müsste es, glaube ich, soweit sein, oder? Nein, immer noch nicht. Okay, was hier der Witz ist. Aber ich bin raus, das ist schon mal klar. Man muss es so schnell wie möglich schaffen, das ist schon mal... eindeutig, denke ich. Gut. Oh, ich habe meinen Rekord so geknackt. Achso. Die muss man zuerst hoch, soweit ich weiß. Ach nein! Hier muss man zuerst runter. So, dorthin. Hier hin.
Schlecht. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Nein, das hätte ich bestimmt zerstören können. Gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das nur von unten zerstören kann. Ich muss auf jeden Fall hochklettern, das ist der Witz. Und da hat man gerade schon meinen Rivalen gesehen, oder was das sein soll. Hallo? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Es gibt einen Witz bei der Sache. Ich glaube, das ist der Witz. Ist das der Witz? Ja, das ist der Witz. Ja, das ist... Hier ist der Witz, dass man... hoch muss. Wobei ich jetzt in diesem Fall schlecht gehandelt habe. Oder? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall keine gute Idee, einfach runterzuspringen. Ich hoffe mal, dass ich das Level trotzdem bestehen kann. Ah, das... ich weiß nicht ganz genau, was das für die Teile sein sollen, aber... die klettern jetzt bestimmt hoch. Perfekt. Perfekt! Jetzt gibt es wieder eine Bonus-Stage. Wie man sieht, es ist sinnvoll, sinnlos, darauf zu achten, wo die Münze als letztes ist. Es ist einfach nur wichtig, dass man die... dass man richtig rät. Dann muss ich auch wieder zuerst hoch, ne? Das war schlecht, soweit ich weiß. Oh, die Bombe hat mir geholfen. Das wiederum war sehr riskant. Nein! Checkt der Typ das denn nicht, dass dadurch das Level verkackt ist? Ja, wie soll ich jetzt hier sterben? So, das war's. Mit diesem Level. Das Ganze muss ich jetzt nochmal probieren, ohne dass der Typ sich einmischt. Am besten gehe ich hier hin. Das war gut. Dass mir das ständig passiert, ist wiederum schlecht. Letztes Leben, das ist nicht gut. Wie sehr verfolgt der Typ mich? Wie sehr bin ich jetzt schon wieder am Haus? Ich kann in Phase 9 weitermachen. Ah, perfekt. Ich habe bloß weniger... also ich habe bloß keine Punkte mehr. Ich würde gerade schon die Folge beenden. Böse.
gut. Das ist egal, das ist egal. Perfekt. Puh, das kann schwierig werden. Hm, toll. Das kann ich auf jeden Fall schon mal zerstören. Ah, hier hab ich zum Glück keinen Gegner mehr. Was? Nein. Das war nur aus Versehen. Sowas ist halt immer bitter. Wer soll das eigentlich sein? Ist das Bomberman oder wie? Wie komme ich da eigentlich hin? Ach so, ja, ist klar. Frage ist nur, wie ich den Typen da besiegen soll. Hä? Wie soll ich den denn besiegen? Hä, was mache ich denn? Ich weiß auch, wie ich ihn besiegen muss. Äußerst verwirrend. Was zur Hölle? Der ist doch da hochgeklettert. Gut. Ist ein bisschen schlecht, kommt drauf an. So, ich muss also hier hoch. Muss ich das zerstören? Fehler. Okay. Ich hab's aber verstanden und das ist gut. Das war nicht, was ich machen wollte, aber das ist das, was ich machen muss. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Ach so, okay. Wieso passiert mir das ständig? Muss ich doch mal da hoch? Soweit ich weiß nicht. Gut, zum Glück bin ich da jetzt nicht runtergesprungen, das wäre ein Fehler gewesen. Was wird das denn jetzt wieder? Nein! Das war doch nur aus Versehen. Oh. Ich hab schon verloren, okay. Okay.
Ich find's halt bitter. Wenn ich einen Plan zu etwas habe und dann sowas passiert. So. Ich dachte. So, ich habe kurz was rausgeschnitten. Was man nur an meiner Stimme gemerkt hat. Und nicht im Gameplay, denke ich mal. So, ich habe jetzt gerade eine Weile nichts gesagt. Das liegt daran, weil ich etwas rausgeschnitten habe. Und zwar ist das hier komplizierter als gedacht. Man muss echt taktisch vorgehen, um hier. Hä? Der kommt jetzt auf jeden Fall wieder zurück. Ach, perfekt. So funktioniert das Ganze. Und das jetzt nochmal. Die Leitern lasse ich auf jeden Fall stehen. Schlechte Idee. Komm mit. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Perfekt. Okay, ich denke mal, das ist jetzt das letzte Level, das ich mache. Ich merke schon. Ich hab's jetzt schon verkackt, ne? Und ich bin raus. Hör auf, irgendwas zu zerstören. Na, ich habe schon verloren. Ein weiteres Mal. Ah, ich glaube, ich habe es verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden und es macht mir Angst. Mach doch, was du sollst. Ich hab's natürlich nicht verstanden. Lass mich in Ruhe, verdammt. Gut. Will der Typ mich verarschen?
Ich hab ihn doch zuerst gehittet. Ich hab vorhin darauf gehofft, dass er mich schlägt, aber es hat nichts gebracht. Ja, okay, ich glaube, das mit dem Level wird nichts mehr. Danke fürs Zuschauen. Ja, nächstes Mal gibt es endlich ein Jump'n'Run. Und zwar Super Mario Bros. Worauf ich mich sehr freue, um ehrlich zu sein. Ich meine, da kann ich endlich mal gut sein. Ich teste jetzt noch ein bisschen, welche Phase das Ganze geht. 100. Ja, okay. Tschüss.